Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier bei Hogwarts. Wir befinden uns jetzt schon in Folge 40, was ja echt schon lang ist. Und fangen heute an, uns an der Küste mit Sebastian zu treffen. Aber ich bin jetzt gerade hier gelandet. Kurz, Sebastian ist da vorne und ich bin hier gelandet. Lass uns doch kurz hier reingehen. Also die Macht nehmen wir auf jeden Fall mit. So, die ist verteilt hier in der Hütte und die holen wir uns jetzt alle. Hoffe ich zumindest. Aber so komme ich da natürlich nicht, ist klar. Es gibt natürlich komische Sachen, die man machen muss. Da ist irgendwas zum Drehen, da ist was zum Reparieren, würde ich sagen. Repar. Okay, fertig repariert. Und hier ist was zum... zum Pusten. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier noch so einen Blasebalg haben. So, wir mal rein. Ersten eingesammelt. Das Ding haben wir repariert. So muss ja irgendwas geben, wie ich da hinkomme. Ah, guck mal da. Ah, geht das hoch, okay. Schaffen wir das? Ah, okay, warte, okay, ist klar, was wir machen müssen. So, warte. Brauchen dafür aber dann den... Los geht's. Also. Arresto, Moment. Ah, es geht nicht, okay, wir müssen es da oben bei dem machen. Arresto, Moment. Langsam hoch und geht schon wieder runter. Dann geht schon wieder runter. Okay. Dann nochmal. Jetzt aber. Schnell, schnell. Ja, guck mal. So, und wie können wir das letzte Stück? Mit einem flinken Jump-Run-Einlage? Na klar. Okay, war das so dumm, ne? Weil ich wollte, habe ja das eigentlich repariert gerade eben. Kann ich es nochmal reparieren? Repar! Nee. Kann ich da rüberspringen? Das weiß ich nicht. Oder muss ich hier längs? Ich denke nicht, ne? Aber das ist eine Tasche, die müssen wir ganz kurz mitnehmen. Nee, wir müssen auf jeden Fall darüber. Habe ich das jetzt zerstört, wie ich das vorhatte? Nein, ich kann mich noch festhalten, okay. Ach guck mal, hier ist noch eine Truhe sogar. Yeah, yeah, yeah. Aber ich muss wahrscheinlich darüber, ne? Irgendwie? Nee. Durch kann ich nicht. Ah, okay, jetzt sehe ich Scrolle. Okay. Okay, okay. Das haben wir repariert. So, schade, haben wir es. Dass das niemand gesehen hat. Perfekt. So. Spuren alte Magie haben wir auch gesammelt. Beide Male jetzt. Dann haben wir da auch schon was bekommen. So, aber jetzt. Ohne Wenn und Aber ab zu Sebastian. Und langsam wird es echt lächerlich. So. Gucken, was er uns erzählen will. Sebastian, ich bin schon ein bisschen gespannt auf ihn. So, warten wir auf ihn, bis er kommt. Hol mal ein Stückchen Wasser hier, du. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle. Wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen.
Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Los, schnell, ehe man uns bemerkt. Schatten des Berges. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Ich muss die ganzen Serpentina umgehen. Das ist ja ein... Wir müssen den ganzen Weg da hochgehen, okay. Was können wir auch hinkriegen? Ah. Wir können den Berg durch die Abkürzung nehmen, was können wir anscheinend nicht. Nein, komm. Lauf mal ein bisschen, Sebastian, lauf mal ein bisschen. Oh, warte, ich hab vergessen, meinen Geschwindibus einzusetzen. Ja. Geht auch weg. Leise ausschalten ist nicht so viel hier, ne? Leise ausschalten oder gar nicht ausschalten. Können wir uns aussuchen. Oh, und kein Platz mehr. Mist. Hier kein Platz mehr. Das nervt auch langsam. Guck ganz kurz nach, was ich noch... Ich war auch gar nicht mehr in dieser Hütte. Ich hätte mal irgendwas schon längst wegbringen können. Hab ich nicht gemacht. Boah, das ist aber echt doof von mir. Müssen wir den hier... das weggeben. So. Ein paar blaue Sachen müssen halt dran glauben, was soll's. Geht mir, eigentlich ärgert mich das gar nicht, es geht mich nur darum, dass die Kohle weg ist, ne? Die man da hätte mit verdienen können. Na gut. Was würde ich für eine schöne Tasse nehmen? Ach, weißt du was, mir komplett egal. Dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ja. Ich glaube, dass ich Crucio nicht benutzt habe. Wir hätten aber vorbeischleichen können, sehe ich. Aber wir könnten auch so machen. Kämpfen ist auch immer nicht schlecht. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Bin mir nicht sicher, ob ich ihn langsam mag. Also irgendwie mag ich ihn immer weniger, den Typen. Der geht mir auch so ein bisschen auf den Sack. Ist einfach so. Ach hier. Okay, das war wahrscheinlich die falsche Reihenfolge. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Testen wir mal. Eins. Auch verkehrt. Erst den? Nee. Den nehme ich mal nicht als erstes. Da war ein Ach, hier.
Fall. Upp. Dann den nach oben vielleicht. Oh, guck mal. War jetzt ja gar nicht so schlecht, oder? Von mir? Aber gibt auch nichts Geiles drin. Schade. Schade, schade, schade. Rebellion. Noch mehr geht hier aber nicht auf, ne? Nö. Na gut, gehen wir nach oben. Komm mit. Lass uns den Auftrag erfüllen, du Affe. Da oben ist wieder so ein Mondding, was wir uns angucken können. Das machen wir, glaube ich, auch. Weil wenn wir schon mal in der Nähe von so einem Ding sind, die also so ein Astronomie-Teil. Ja, wenn wir da hochkommen. Was war das? Hier kann ich auch gar nicht fliegen, okay. Aber hier können wir durchgehen. Wenn auch an diesem Mond, an den Astronomie-Dingen vorbeikommen, das wäre ja nicht schlecht, weil ich würde den schon ganz gerne nutzen. Aber vielleicht klappt das auch gar nicht. Doch, es gibt schon noch einen Weg dahin. Confringo! Yeah. Erstmal ist hier eine... Was es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Ich habe noch eine Idee, warte mal. Ich werde leiser sein als ein Jobbernau. Arresto Momento. So. Naja. Einen haben wir. So, aber es tut mir leid, wir müssen natürlich das Ding mitmachen, auch wenn er dabei ist. Wenn wir schon hier sind, also wer weiß, wann wir wieder herkommen, ne? Rebellion. Jetzt die Frage, was wir mit denen sollen. Confringo! Was war das hier mit denen? Kann man die irgendwie bewegen? Accio! Arresto Momento! Ah, nee, warte, ich weiß, was war. Ah, warte, was kann man da machen? Legioso. Nee, was war das denn nochmal mit den Würfeln? Was drehen? Das war drehen, ne? Akio. Aber nicht mit dem, sondern mit dem. Impulso. Nicht. Ja, was war das nochmal? Ich weiß. Depende. Ah, so war das, okay. Was ist nämlich die Reihenfolge hier bei denen? Ich muss ja irgendwo stehen. Wie das sein soll. Vielleicht da oben. Ich glaube, da oben steht das irgendwo. Okay, jetzt ist mal das Astronomie-Ding. Ja, das machen wir das als erstes hier einmal. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Huch. Los, guck rein. Kurz mal gucken. Der große Hund. Sah auch aus wie ein Hund, muss ich zugeben. Hier ist ein Hund. So, jetzt müssen wir uns um das andere kümmern, ja. Aber warum, wie rum soll das sein? Ich weiß nicht mehr recht die Reihenfolge hiervon. Wo kann man die sehen, ist die Frage. Irgendwo kann man das sehen, ich weiß nicht mehr wo. Hier auf jeden Fall nicht. Rebellion.
hier. Nicht. Hier kein Luft. Sollen wahrscheinlich die gleichen Symbole da drauf sein, ne? Aber wie kann ich den denn jetzt... Kann ich den auch irgendwie anders drehen noch? Und damit? Ich weiß es nicht mehr. Wingardium Leviosa. Ah, warte. Kann ich tatsächlich nicht drehen. Leviosa. Wingardium Leviosa. Was soll denn das? Wingardium Leviosa. Mist, ich verstehe das gerade nicht, muss ich zugeben. Wahrscheinlich total easy. Defendo. Wingardium Leviosa. Defendo. Also, ist das richtig, aber wir müssen gedreht werden. Wingardium Leviosa. Was, wie? Wie dreht man das denn? Leviosa, Defendo. Was denn? Da bewegt sich doch ein Schlauch hier. Habe ich noch mehr Sprüche hier? Aber hier ist es auch das Richtige, ne? Und toll, wenn ich damit sehe und nutze. Das bringt, glaube ich, nichts hier bei dem, oder? Nö. Leviosa! Wingardium Leviosa! Ich kann ein bisschen was machen, aber ich kann ihn nicht richtig bewegen, also nicht wirklich bewegen. Wir können. Wingardium Leviosa, Defendo. Also ich sehe da das Symbol. Also es ist ja richtig, es muss bloß irgendwie gedreht werden. Ist wahrscheinlich total simpel und ich checke es nicht. Wingardium Leviosa. Defendo. Jetzt ist es richtig rum, jetzt muss ich das nur gedreht bekommen, aber wie? Wingardium Leviosa. Leviosa. Der muss gedreht werden, einfach nur. Da ist nichts weiter, aber. Hier gibt's nichts zum Drehen. Das vielleicht. Leviosa, Impulso! Flipendo! So, jetzt ist es richtig, aber es muss gedreht sein. Wie kriege ich das gedreht hin? Ich verstehe es nicht. Oder fehlt mir so ein Zauber noch zum Drehen?
Das kann gut sein. Ist mir irgendein Zauber zum Drehen fehlt, ich weiß nicht. Ich check es nicht. Ich kann es da nicht machen. Tut mir leid. Leute, wir müssen einfach erstmal weiterlaufen. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe ja auch genug Zeit vergeudet, denn... Und die Quest ja auch nochmal schaffen. Also ich glaube, ich muss irgendwas haben, womit ich Sachen noch so in die eine Richtung drehen kann. Weil mit dem geht's leider nicht. Warte. Wir brauchen einen Plan. Wir versuchen uns einfach durchzuschleichen, oder? Magst du alles ruhig? Zu ruhig, finde ich. Sie hatten es nicht anders verdient. Naja, ich hätte auch netter sein können, aber ich fand, es ging schneller. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Hä? Ich anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Aber er ist ein bisschen, ja, nicht impulsiv, aber schon so ein kleiner Spacko. Um es mit milden Worten zu sagen. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis. Was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Protego! Gringo! Leviosa! Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Naja. Müssen nicht alle sterben, aber du hast schon recht, die meisten müssen sterben. Kannst du durchbomben? Bombarda! Okay. Lumos! Lumos! Guck, die Hühner! Oh, wer ist er denn? Sehr geehrte Einwohner, in 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlung des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Balisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass... Die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen, lebenslange Importierung Azkaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Telefonische Führung. Auch 10 magischer Geschöpfe. Oh, wieder ein nicht identifizierter Gegenstand. Davon habe ich langsam ganz schön viele. Das heißt, hiernach wird erstmal aufgerüstet. Lumos! Lumos! So. Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen.
Hier sind ganz schön viele. Metallicus Totalus. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Auch wenn sie besonders unerschrocken sind. So, ich muss einfach ganz kurz nochmal hier bei meiner Ausrüstung wieder was wegschmeißen, mal wieder. Es ist auch ärgerlich, ich weiß, aber was soll ich machen? Ah, den behalten wir mal. Oh, so viele Sachen, die wir behalten können. Auch. Ah, hier können wir ein paar Sachen wegschmeißen. Hier auch, weg damit. So. Auf der Hut sein. Ja, wir sind schon auf der Hut, keine Angst. Was ist denn hier? Gibt's hier irgendwas Geheimnisvolles? Oh ne, kann ich nur einmal rumschleichen, okay. Ja, du bist jetzt bist du im Weg ein bisschen hier. Oh, du Affe, och Mann. Ganz ehrlich, versperrt er mir hier den Weg, der Affe, echt. Da ist auch ein Weg, aber wir gucken, welchen. Jetzt erstes platt machen. Ja, die bleiben erstmal platt machen. Da runter geht. Eine Schatzkammer. Mein Gott, wir haben so viele nicht identifizierte Gegenstände nachher. Also mit sag mal, dieser Typ nervt mich total. Also wenn ich kann, würde ich den irgendwo in der Grotte sperren. Ich glaube, der ist auch zu sehr dem Bösen geneigt. Müssen wir mal überlegen, ob wir den irgendwann nochmal abschießen können. Oder ob wir den... mit denen jetzt immer zusammenbleiben müssen. Ich hoffe nicht. Eindringling. Renrocks Anhänger. Sebastian, warte. Warten. Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Genau. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Ich renn vor. Ich kann nicht vorpreschen, aber ich presch vor. Ich kann das. So, jetzt sind wir erstmal im Tunnel. Also jetzt geht's erst los, die Quest, nach einer halben Stunde. Genau 30 Minuten und wir gehen in den Tunnel rein. Schon crank, oder? So. So weit, so gut. Charmant. Ah.
Ich muss mal irgendwas hier nochmal cooleres, eine coolere Kombination noch einbauen kann hier. Zack. Und. Ah, den auch noch nehmen. Nein. Warte, den da. So ist gut. Nee, der ist dumm. Den da. So. So ist gut. Und der ist auch nicht schlecht, ne? Machen wir den hier hin. So. Crucio lassen wir kurz mal weg. Mit Flüchen schon ganz gut ist eigentlich. Ah, so. Spinnen. Wie mal passend. Wieder. Confringo! Den finde ich einfach. Den Move finde ich immer noch am coolsten. Einfach nur dieses Ranzoomen klein machen und platt machen. Das finde ich schon ziemlich cool. Lässig, ist ein lässiger Move. Sinn, den Imperio-Fluss zu nutzen, damit er die anderen greift. Du wartest auf uns. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Wahrscheinlich. Ein kleiner Rassist. So was gibt Kobolde. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Ich auch. Mit Spinnen auch wieder nicht. Mit die fiesesten Krabbeltiere, die es gibt, finde ich. Okay, eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Hä, kann ich irgendwas einsammeln? Ja, aus, aber ich geht doch nicht irgendwie. Bombarde! So, okay. Confringo! Wie greift er denn an? Ach, da hinten. Das sind die kleinen Viecher da. Ich bin schon gleich abgehauen. Hm. Reveli. Okay. Wir können es. Bombarda! Ich hasse Spinnen. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Idioto!
Bombard. Confringo! Confringo! Levioso! Stufo! Protego! Confringo! Levioso! Ah, Mist. Bin ich rausgekommen. Bombarda! Ah, oh, schon wieder nicht. Ah, ist nicht. Imperioxie? Mein Gott, die Spinnenkämpfe kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Ruhm suchen. Das sind ja ziemlich eklige Spinnen, oder? Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Welche Runen? Achso, warte. Confringo! Nee. Ich frage, welche Runen er meint. Ich hab die jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, er meint da oben, ne? Kosten 1, 2. Confringo! Reichen aber nicht, da muss da noch einer. Nee, kann nicht. Revelio. Endlich können wir hier raus. So, war hier mehr, was wir einsammeln konnten? Ein paar Sachen sammeln wir noch ein, hier, die rumliegen. Nicht, dass man sie für irgendwas nachher benutzen kann. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn man das mal hier liegen lässt. Gut. Oh. Na, ein paar Tränke. Hat doch irgendwas zu bedeuten, wenn Tränke hier einfach so rumliegen, oder? Da kommt der große Kampf gegen die Riesenspinne. Okay, da hinten liegen Knochen. Ah, ein Troll. Mal wieder. Okay, er meint, er müsste alles zerstören. Jetzt hat er Magos wieder.
Ist noch er da? Also wie machen wir ihn platt, ist die Frage. Müssen irgendwie platt machen. Nervt uns gleich. Das war schon. Pompada! Arresto Momentum! Imperium! Descendo! Defendo! Kotzing! Nepente! Levioso! Repulso! Romano! Arresto Momentum! Descendo! Hält du noch mal eine Waffe? Arresto Momentum. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. So, aber jetzt hat er natürlich das Ding eingestürzen lassen, was natürlich schon blöd war. Ist die Frage, wie da hinkommen. Reparo wird hier wahrscheinlich nicht so viel bringen, oder? Können wir da noch hochklettern irgendwie? Gucken wir mal, ob Reparo was bringt hier. Protego! Reparo! Natürlich gar nichts. Rebellion. Dieser Zoll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Repar. Okay, wir kriegen's doch hin. Krass. Und doch ganz schön mächtige. Harte Arbeit. Mehr als das. Ganz schön harte Typen sind wir jetzt hier schon. Zauberer. Oder? Ich glaube schon. Es ist eine solche Freude mit meinem Partner nach all diesen Jahren sind. Ja, ich weiß nicht so, warte mal. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Na, guck mal. Isadora war hier. Wir erreichen den Vorsprung nicht, egal wie hoch wir springen. Ach, mal Vertrauen. So, warte. Jetzt brauchen wir den. Und wir brauchen den. Ach hier. Wingardium Leviosa. Leviosa. Na komm. Halt. Welche Richtung gehen wir? Das weiß ich nicht. Aber hier ist schon irgendwas. Oh, richtig viele Getränke. Die können wir gebrauchen. Wird noch ein harter Kampf kommen hier, glaube ich. Nach all den Stufen bin ich außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Ja, da können wir nicht rüber springen, das ist schon zu viel. Rebellion. Drüben ist so ein Sack, aber da kommen wir gar nicht hin. Na, dann geht's hier weiter. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Noch ein Tagebuchbeitrag. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Bombarder! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt.
Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Okay, hier sind wieder diese Dinger, die man benutzen muss. Eine gute Position finden vielleicht. Eins ist hier. Also da. Da ist noch eins. Reveso. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt... Bombarde. Ein weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Ich gebe zu, es ist niemals verzweifelt. Vielleicht ging es in der Verwandlung. Okay. 7 von 7. Jetzt haben wir ein paar übersehen wahrscheinlich. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du ihre Erinnerungen sehen? Also müssen die Kammer untersuchen. Irgendwas ist hier. Ah, guck mal da. Irgendwas da oben vielleicht. Da liegt was da oben, aber wie kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Ja, hier. Okay. Das letzte Stück für das Triptychon. Perfekt. Wir haben es geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Naja. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Nutze den magischen Gang. Okay, wo ist denn der? Erstmal liegt hier noch ein bisschen was rum. Und der magische Gang. Der ist da hinten, okay. Ab und zu lohnt es sich, einfach auf die Karte zu gucken, warum wir nicht so weit laufen. Aber ich dachte, wir könnten hier vielleicht noch ein paar Sachen. Reveille. Hier gibt's nicht mehr. Okay, lass uns hier zurück in die Krypta. Oh, gut. Wir sind ordentlich ein Stück weitergekommen. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Und los geht's, packen wir's da rein. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich... Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen, aber dir kann ich Frieden geben. Setzen Sie sich. Ach, jetzt sehen wir alles davon. Okay. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Oh.
Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Kobold Silber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Und das ist sie. Psychotante. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Auf jeden Fall. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Okay. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Im Schatten des Berges. Auftrag abgeschlossen. Jo, ja, das soll es gewesen sein für heute. Mehr machen wir heute nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.